bonne en ce dimanche 24 avril 2017. Nous avons eu à Bonn une grande réunion, plutôt un rassemblement de tous les membres venant de tous les quatre coins de l'Allemagne. Nous avons eu avec nos amis Sangomalamo. Ah, on a s'appelé Mingi. Merci Mingi. Si. On a Lingala au lobby. Lingala. Comment on a eu Nani Nam Tolga. Tolga est bien. Tolga a zoloba Lingala, malam koleka ba congolais nyoso. Aza moto ya parti big. Tolga, wie geht's? Wie geht's ganz gut? Wie geht's dir? Super, was machst du hier? Ich war heute hier, wir hatten heute eine Veranstaltung gehabt von der Big Partei. Wir hatten heute mehrere Gäste sind gekommen, zwischen ungefähr 500 Gäste. Mehrere Künstler sind gekommen, wie der Sänger G-Flow, der sehr bekannt ist. Dann verschiedene Sänger und wie jetzt zum Beispiel auch die Gruppe Never. Das ist so eine alte orientalisch-türkisch-osmanische Flöte. Mhm. Und das ist so auch, wie soll ich sagen, so als Yoga-Entspannung, ne? Diese so innere Ruhe. Und was wurde heute gesagt und gemacht? Also heute hatte auch unser Generalsekretär, also unser Vorsitzender unserer Partei, Haluk Yunus, auch eine Rede gehalten, was unsere Ziele sind, was wir auch vorhaben. Wir werden jetzt auch demnächst bei den Landtagswahlen teilnehmen. Der Wahlkampf hat gerade angefangen. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr auch mitmacht. Also wir sind hier, um deine Stimme, deine Interessen zu vertreten. Und das können wir nur gemeinsam schaffen. Wenn ihr Interesse habt, auch bei der Jugend von der Big-Partei, bei der JUBIC mitzumachen, das geht von 14 bis 35 Jahren, da könnt ihr uns gerne anschreiben auf der Seite JUBIC, Junges Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch uns anschreibt und auch demnächst bei unserer nächsten Veranstaltung teilnimmt. Vielen Dank. Das heißt, vor der Wahl ist nicht nach der Wahl. Richtig. Bist du sicher, dass BIG dieses Mal auch Stimme bekommen wird? Ja, ich bin davon überzeugt, dass diesmal bei den Menschen langsam in Deutschland auch so ein Bewusstsein entsteht, weil sie sind momentan, wir sehen, die etablierten Parteien, da ist Stillstand, da gibt's, wird momentan nur noch mit Populismus, mit dem rechten Rand die Wähler gefischt und wir von der Big-Partei, wir sind gegen diesen Populismus, gegen, wie soll ich sagen, Politik auf Rücken von bestimmten Personen, ob Ethnien oder Gruppen. Wir sind dagegen. Wir wollen, dass alle Menschen in Deutschland gleichberechtigt sind, auf Augenhöhe. Jeder ist wertvoll, jeder Mensch ist wertvoll und deswegen bin ich bei der Big-Partei, um diese Ziele auch zu verwirklichen. Gibt es Hoffnung, dass morgen Kinder aus verschiedenen Ecken der Welt zusammen mitgestalten können, Hoffnung haben, glücklich werden können, hier in Deutschland, wo heute und gestern eine Demo von AfD stattgefunden hat. Ich habe gestern auch kurz daran teilgenommen. Ich war auch gestern in Köln gewesen. Zurzeit ist der Parteitag der AfD, der Alternativen für Deutschland. Die sind zur Tagenzeit in Köln. Das ist eine rechtspopulistische Partei. Sie sind momentan, machen sehr verstärkt Hetze gegen Ausländer, gegen Muslime und andere Menschen, die anders denken. Und ja, wir von der Big-Partei, wir treten für ein Multikulti auf. Und wir freuen uns, wenn die Menschen von verschiedenen Nationen zusammenkommen, gemeinsam sich Gedanken machen und gemeinsam diesen Weg gehen. Ne? Also ich sehe die Welt, die Menschen wie eine Familie, die Erde ist wie ein Boot und wir sitzen alle in einem Boot. Und was ich für mich will, will ich auch für meinen Nachbarn. Aber es gibt doch einen Refrain in Deutschland, dass das Boot voll ist mit Migranten, die fressen unsere Kartoffeln, obwohl die hier geboren sind. Glaubst du, dass die Deutschen werden die Türen zur Integration öffnen? Also ich sag mal so, man darf natürlich nicht alles verallgemeinern. Es gibt in Deutschland Menschen, die gegen Populismus, gegen diesen Rechtsradikalismus sind, aber es gibt auch leider Menschen, die sich davon sehr stark beeinflussen lassen. Aber da muss man auch mal an die Medien denken. Was ist die Rolle der Medien?
Haben Sie das zugelassen, dass so eine Stimmung herrscht hier in Deutschland? Was ist deren Verantwortung? Also ich wünsche mir auch, dass die Medien viel verantwortlicher mit diesen Sachen umgehen. Und ich bin der Meinung, dass das Boot hier nicht voll ist. Und wir Menschen, wir sind alle eine Familie, die Menschen. Und die Vielfalt macht uns aus. Stellt euch vor, es gäbe jetzt nur eine Nation und nur ein Essen. Das wäre nicht langweilig, aber so gibt es Unterschied. Unterschied an Gedanken, Unterschied an Kulturen, Unterschied an Lebensmitteln, an Essen. Und das ist das Schöne daran, dass sich diese bunte Vielfalt zusammenkommt und auch gemeinsam diesen Weg geht. Und das ist es nur bei uns der Fall, dass die Menschen sich auch angesprochen fühlen. Und man muss auch so bedenken, leider dürfen auch viele Menschen, die hier in Deutschland wohnen, zum Beispiel türkischen Staatsbürger, hier leider nicht wählen bei einer Kommunalwahl. Und wenn ich Menschen von der Politik ausschließe, also wenn sie nicht wählen oder gewählt werden dürfen, ist es sehr schwierig, diese Menschen auch mit in die deutsche Politik die Leute zu holen. Es ist dann schwieriger. Ne? Also unser Standpunkt ist momentan so, wir treten ein für eine doppelte Staatsbürgerschaft. Jemand, der hier schon seit Jahren hier lebt, zum Beispiel mein Vater seit 40 Jahren hier lebt, auch was dazu beigetragen hat, der hier Steuern gezahlt hat, und es wird auch Zeit, dass auch seine Stimme gehört wird. Und das heißt, geht zur Wahl. Geht zur Wahl. Zu den Landtagswahlen gibt eure Zweitstimme der Big-Partei. Wie werden diese Stimme gegeben, sodass die gültig werden können? Also ihr habt insgesamt zwei Stimmen. Die erste Stimme gilt für den Direktkandidaten und die zweite Stimme ist dann direkt für die Partei. Wir möchten gerne eure Zweitstimme. Das heißt, ich zeige mal ein Foto hier. Das ist genau hier. Das ist die erste Stimme. Da wird dann die Person, der Kandidat gewählt. Das könnt ihr freilassen. Das Wichtigste ist hier die Zweitstimme. Da wird dann die Partei gewählt. Und wir sind auf dem Listenplatz Nummer 10. Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit. Da einmal ein Kreuz machen. Also am 14. Mai 2017 geht wählen. Gebt eure Zweitstimme der Big-Partei. Vielen Dank. Besten Dank. Dankeschön.